Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch beim Franklin am Golfplatz. Wir haben, glaube ich, in der letzten Mission noch den Typ, der rausgeschmissen wurde von seiner Frau, seiner Hütte. Wir müssen zum Golfplatz fahren und wir haben ja gesagt, in der nächsten Mission machen wir, oder in der nächsten Folge machen wir die Mission nochmal vom Devin, wo wir nochmal das Auto organisieren müssen. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt gerade hierher, es ist ja gerade da vorne. Sorry, Lady. Wieder eine verwünscht. Und dann schauen wir mal, was da für eine Mission kommt. Der ist jetzt da beim Filmstudio, so wie es aussieht. Ah, okay. Hey, Molly. I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Gut, also, hoppla. Wir müssen jetzt den Schauspieler finden und müssen wahrscheinlich kurz umhauen. Wir müssen jetzt da ein Kostüm holen wahrscheinlich, dass wir das Auto herkommen. Oder wir können einfach hersäckeln und das Auto einfach mücken. Dann hauen wir mal eins auf den Hinterkopf, so. Wow, schicker Anzug. Können wir jetzt an. Gut, so sollte es für uns eigentlich kein Problem sein, jetzt das Auto herzukommen. Wow! Es hat doch noch Waffen eigentlich. Wo kann ich die auswählen? Ah, jetzt haben wir da noch eine Lady drinnen. Schon noch Klischee, wir haben Smoking an, alles, und... Wow, Alter, habe ich Platte? Holy shit! Oh, Alter, habe ich eine Platte? Kann ich die Frau rauslassen? Ist die raus? Nein, man kann sie nicht abschütteln. Alter, wieso zieht das Auto? Ah, sie lenkt mit rein. Darum. Holy shit. Die soll aufhören, Mann. Das ist schon mühsam. Es lenkt mich richtig ab. Vor allem ist das Auto gerade hure unkontrollierbar. Oh no! Wozu der rote Knopf fähig ist? So gut! If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, whatever. Oops. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Gut, also, da haben wir die Frau weggeschossen. Oh, shit. Und jetzt müssen wir noch schnell kurz zu der Werkstatt wieder fahren. Logisch, Paket ist gerade von mir her. Und da haben wir die Mission eigentlich auch schon geschafft. Ganz kurze Mission eigentlich gewesen. Vielleicht können wir sogar Gold holen, aber ich glaube es nicht. Für das ist wahrscheinlich das Auto wieder zu fest kaputt. Und jetzt schauen wir aber mal, was da passiert. Dann müssen wir noch, glaube ich, ein Auto müssen wir noch holen, genau. Ah, da geht's auf, so. Scheiße, ich habe nochmal gehupet. Weil ich habe gemerkt, ich muss hupen und dann fährt das Auto drüber rein. So gut. You're developing quite the rep there, Slick.
Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker! You doing it big, my nigga, on the set! Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, churchy boy Trevor, it's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys to a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davis. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly what you do. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get out like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Gut, also da kommt jetzt einfach noch der Lamar aus dem Nichts raus. Selber haben wir wieder geholt, wie immer. Und dann haben wir hier die Mission auch schon geschafft. Die Mission war jetzt relativ kurz, 7 Minuten. Dann würde ich sagen, wir gehen noch zu der Tonya, weil das TD haben wir auch schon relativ lang. Das ist ja wieder so eine Abschleppwagen-Mission und da haben wir dort ihr auch noch einmal wieder ein bisschen geholfen gehabt. Darum fahren wir gerade nochmal zu ihr her und dann machen wir halt mal eine Nebenmission statt immer nur Story. Oder nochmal Story-Modus. So, wir sind eh gerade da. Do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Also, gut. Jetzt zum Abschleppwagen. Ach, und Sie mit? Ja. Sie steigt immer so langsam ein. Und jetzt müssen wir wieder Autos abschleppen. So, das ist zum Glück gerade da vorne. So. Ach, lauf doch schneller. Come on. Na, jetzt sind wir da hinten. Hä? Okay, ja. Wenn dann mein unter der Navigation auch wieder umswitcht und dann wieder zurück aufs andere geht. So, da la, also wir sind jetzt gerade da. Und das Auto steht da irgendwo anscheinend recht beschissen, dass wir es mit abschleppen. Nehme ich mal an, oder es ist kaputt, ich weiß es gar nicht. Wir hauen da jedenfalls alles gerade mal um. Der dort hinten, he? Dann fahren wir doch kurz zurück rein in dem Fall. Und jetzt müssen wir wieder zurückfahren zum Abschleppplatz. Ah, jetzt fährt sich das Auto wieder so spärlich, aber ich glaube, wenn wir mit der Spezialfähigkeit von Franklin fahren, dann schleudert jetzt eben das Auto so extrem um. Dann. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal vorne zum Abschlepp-Park-Dingsbums.
Ui, 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 das Auto. Ah, oh, scheiße. Bleibst du da? Ja, die Spezialfähigkeit ist doch nicht so schlau zum Einsetzen. Hast du jetzt müssen das. Hätte er jetzt müssen dort reinfahren? Jetzt hat er das Auto so ein bisschen anders hergestellt. Alter, fahr oder fahr nicht? Hör, Alter! Fahr weg jetzt, oder ich raste aus. Es ist genau gesehen, wie er zweimal gefahren ist, wo ich Gas gegeben habe. Ich kann schon wieder anheben hier. So. Gut, also wir fahren jetzt vor zum Abschleppplatz. Und dann sehen wir dann, was noch passiert, aber es wird wahrscheinlich eh nicht passieren, außer dass wir eine Mission bestätigt bekommen und wieder Silber wahrscheinlich bekommen, wie immer. Aber wir sehen es jetzt gerade. So, also, da haben wir das auch geschafft, sind wir schon da. Natürlich fahren wir da noch in die Forst rein. So, und dann haben wir hier die Mission bestanden. Jawohl, jetzt haben wir sie bestanden. Noch eingefallen. Oh nein, jetzt haben sie weggedrückt. Scheiße, weil ich wollte gerade säckeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir Gold geholt haben oder Silber. Aber ich denke mal, wir haben nur Silber geholt, wie immer. Also. Gut, dann würde ich mal meinen, wäre es das gewesen mit dieser Folge. Das war zwar jetzt eine etwas kürzere Folge gewesen, aber wir haben jetzt auch in der letzten Folge eine relativ lange Folge gehabt, nehme ich mal an. In der nächsten Folge machen wir dann eine Mission beim. Ja, komm, wir machen dann beim Lester, weil beim Lester sind wir jetzt schon das Willi nicht mehr. Und dann machen wir das noch beim Michael. Dann haben wir jetzt ein paar Missionen nur beim Franklin. Ja, oder wir können nur mit dem Franklin spielen. Darum würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abonnement. Und es würde mich auch mega freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach wieder in einem anderen Video wieder. Bis dahin sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.